Geschwister unter Ostdeutschen musst du ständig darüber sprechen, wie man sich als Ostdeutscher fühlt. Ich habe neulich die Frage gestellt bekommen von einer, die schreibt irgendeine Diplomarbeit. Und da fragt sie mich, wie ich die DDR erlebt hätte und wie es ist, in der DDR zu leben im Vergleich in der BRD. Dann schrieb ich zurück, keine Ahnung, wie es in der DDR war, weil ich war 5, als die Mafia, aber der Kindergarten war echt okay. Also da kommt da nicht immer die Frage nach dem Töpfchenzwang dann? Nee, nicht mehr, das ist over. Irgendwie haben die das vergessen. Ich glaube, weil sich die alten Westdeutschen sich daran erinnern, dass es bei denen eigentlich nicht anders war. Bei der Älteren, habe ich irgendwo neulich gelesen. Ich erinnere mich daran nicht. Älteren. Achso. Technisch geht's jetzt? Ist der Stream schon an? Okay, wollen wir anfangen? Der Daniel kommt in 10 Minuten ungefähr und wir reden uns dann schon mal ein bisschen warm. Mhm. Ja? Mhm. Okay, ja dann. Also dann, ja, herzlich willkommen erstmal von meiner Seite. Ich eröffne heute den Abend und übergebe dann gleich an diese bezaubernde Moderatorin, die nach bewährtem Muster durch den Abend führen wird. Ja, also heute ist das Thema Flügelbomben-Richtungsstreit, alte und neue Probleme sozialer Bewegungen. Ich hatte neulich eine Diskussion mit dem Daniel Wesener, dem Landesvorsitzenden der Grünen, über die aktuelle Situation der Piraten, was da gerade so passiert und was da eben in anderen Parteien, unter anderem eben bei den Grünen, auch schon an Problemen gewesen ist, wie die gelöst wurden und welche Parallelen und welche Form von Parallelen es eben dort gibt. Und aus diesem Gespräch ist dann eben die Überlegung entstanden, einfach mal so einen Diskussionsabend in der N64 zu machen zum Thema neue und alte Probleme sozialer Bewegungen. Was ist neu, was ist alt? Und die Andrea hat eben zugesagt, das hier heute Abend zu moderieren. Andrea Hanna Hünniger ist Journalistin und Buchautorin und hat schon viele soziale Probleme in unterschiedlichsten Situationen und Lebenslagen durchgestanden und ist deswegen maximal würdig qualifiziert, heute Abend die Moderation zu übernehmen. Perfekt. Vielen Dank für die Eröffnung. Und vielen Dank für die Einladung. Ich fand das total interessant, dass wir gleich auch mit Daniel Wesener diskutieren, weil ich finde, ihr seid ja beide, auch wenn es in einem zeitlich größeren Abstand ist, Ergebnisse von Jugendbewegungen gewesen. Das heißt, die 68er Jahre, auch die letzte deutsche Jugendbewegung, die es wirklich gegeben hat, daraus entstanden sozusagen die Grünen. Und die fingen ja auch ähnlich chaotisch an, oder sie hatten durchaus auch eine chaotische Note. Und jetzt seid ihr wiederum so ein Ergebnis von einer Jugendbewegung, die halt nicht auf der Straße stattfindet, sondern so ein bisschen, also eben digital. Würdest du da d'accord gehen? Also ich denke, dass die Piraten mehrere Wurzeln haben. Und eine der Wurzeln ist sicherlich auch so eine unruhige Jugendbewegung, eine Generation, die eben auch nach ihren eigenen Idealen und Handlungsoptionen sucht. Mhm. Ansonsten sollte man sicherlich gucken, du hast ja eben schon die Club Mate erwähnt, die Hackerbewegung ist natürlich auch ein Teil des Ursprungs der Piraten. Sicherlich auch Bürgerrechtsorganisationen, die eben auch mit der Vorratsdatenspeicherung 2006 eben nochmal größer geworden sind. Mhm. Und noch so ein paar andere Gruppen, wie zum Beispiel eben die Urheberrechtsbewegung in Schweden, mhm. Auch so ab 2003 ungefähr. Und aber eben auch eine Generation, die sicherlich auch nach einer Heimat sucht, auch nach einer politischen Heimat, ja. Glaubst du eigentlich, dass das inzwischen ein Thema wirklich für eine breite Masse ist für Deutschland, oder dass man blöderweise, und weshalb es ja auch ein bisschen ruhiger jetzt irgendwann geworden ist, solche Jugendthemen anspricht und nun mal Jugend in Deutschland inzwischen keinen großen Raum mehr einnimmt? Also es ist ja sozusagen der schrumpfende oder der kleinere Teil der Wählerschaft. Es gab mal die Idee der Partei, die Partei,
das Wahlalter auf 0 runterzusetzen und bis 59 und mit 59 dann Schluss zu machen. Weil natürlich eine riesen Wählerschaft inzwischen der 12- bis 18-Jährige inzwischen total wichtig ist, weil er durchaus extrem informiert ist, relativ gut ausgebildet und dieser Teil, der ja auch sehr für euch spricht, die dürfen ja noch nicht wählen. Hm. Und die großen Parteien sprechen hauptsächlich Themen an, die eben diese große Babyboomer kurz vor der Rente stehenden Leute anspricht, wie Rente, auch Kita-Betreuung, das aber schon wieder fast weniger, irgendwelche Steuersätze, die schon sozusagen für uns, die in einer halbwegs prekären Situation leben, schon mal uns alle gar nicht mehr betrifft. Also wir werden keine Rente bekommen, unser Steuersatz ist erschreckend niedrig. Hm. Ja, es gibt natürlich immer wieder diese Milieustudien mit den Sinusmilieus, die eben auch versuchen einzusortieren, welche Parteien haben welche Affinität zu bestimmten Wählergruppen. Ich glaube, da gibt es eben bestimmte Milieus, die die Piraten eben auch intensiver ansprechen. Da gibt es auch viel Bewegung. Gerade eben, es gibt so dieses Milieu der Unzufriedenen und das ist natürlich zum Beispiel eben 2011 sehr stark auch in Richtung Piraten gewandert und dann eben auch wieder weggewandert. Das ist sicherlich auch sehr deutlich zu sehen. Das Problem, was ich auch bei den Piraten eben immer wieder sehe, ist solche Analysen oder allein, dass sich mal jemand hinsetzt und so eine Studie sich intensiv anschaut und man versucht, daraus eine Strategie abzuleiten für zukünftige Handlungen. Allein das ist ja schon extrem schwierig, weil es halt keine Anerkennung von Autorität bei den Piraten gibt, wodurch man überhaupt mal akzeptieren könnte, dass jemand einen Vorschlag macht, welche Strategie man fährt und da eben auch einen Konsens in der Partei drüber herstellt, zumindest für einen bestimmten Zeitraum. Ist diese flache Hierarchie letztlich ein Problem für eine Partei oder auch für eine Bewegung? Das sieht so aus. Die Frage ist ja, wie flach die Hierarchie wirklich ist. Also haben wir wirklich so flache Hierarchien oder ist es einfach eine Abwesenheit von Autoritätsakzeptanz, die dazu führt, dass eben die Hierarchien genauso hoch oder sogar höher sind an verschiedenen Stellen, aber eben weniger deutlich strukturiert oder weniger deutlich sichtbar. Mhm. Daniel Wesener ist jetzt dazu gestoßen. Herzlich willkommen. Das Irre ist, dass du angekündigt wurdest als Kreuzberger Altlinker. Ja, und dann das ist ich, wirklich irre. Habe ich auch schon schauen viel Sie Sport in, das in meiner Partei, dieses Mannes. Partei geerntet. Genau. Fabio, wie kommst gedacht, du dazu? Bin ich hatte so kurz gedacht, jetzt kommt so ein Weihnachtsmann. Naja, wir also haben biologisch stimmt es auf jeden Fall nicht. Darauf lege ich Wert. Alles andere, was sozusagen strömungspolitische und sonstige Kategoriebildung angeht, überlasse ich das gerne dir, Fabio, das zu erläutern. Naja, also die Veranstaltung heißt ja neue und alte Probleme sozialer Bewegungen. Und wenn man mal behauptet, dass ein paar neue Probleme eben bei den Piraten beheimatet sind mittlerweile, dann wären vielleicht die alten Probleme so ein bisschen bei den Grünen zu suchen. Und für die müsstest du halt heute Abend mit deinem Gesicht so ein bisschen herhalten. Das, jetzt bin ich ja hier, ja? Jetzt kann ich es ja nicht mehr ändern. Ganz interessant ist ja eigentlich bei dir das Phänomen, du bist ja erst 2001 zu den Grünen gekommen. Warum erst 2001? Also gerade die Grünen hatten ja auch schon vorher eine unglaubliche Schlagkraft, auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Ab 2001 ging es ja schon fast wieder ein bisschen, ja, wurde es so ein bisschen ruckelig. Ja, ruckelig ist, glaube ich, ein schöner Begriff. Ich denke, dass ich in der Tat vorher schon ein politischer Mensch war. Ich habe allerdings in der Tat mir diesen Parteieintritt sehr schwer gemacht, weil ich lange Zeit der Auffassung war und auch immer noch der Auffassung bin, dass man natürlich politisch aktiv sein kann, ohne einer Partei beizutreten. Im Gegenteil, ich habe lange mit Parteipolitik im engeren Sinne gehadert. Und für mich gab es dann 2001 beziehungsweise im Vorfeld eine Situation, wo ich versucht habe, das mal für mich zu gewichten, und zwar die Notwendigkeit politischen Engagements auf der einen Seite und eine kritische Grundhaltung gegenüber Parteien als solcher auf der anderen Seite. Und ich bin zu der Überzeugung gelangt, das kann ich gerne gleich nochmal erklären, dass es wichtig war, politisch auch parteipolitisch aktiv zu werden,
Und dass man dann vielleicht auch der Partei beitreten sollte, der man am nächsten steht. Allerdings habe ich das auch mit dem Motiv getan, dass mir in dieser Regierungszeit, wir sprechen ja über Rot-Grün, ja, seit 1998, nicht alles gefallen hat, was die Grünen gemacht haben. Und für mich war das eigentlich nochmal ein zusätzliches Motiv zu sagen, ich kann mich jetzt hinstellen und kann das quasi aus der außerparlamentarischen Perspektive alles bedauern oder meckern, oder ich kann versuchen, meinen Teil dazu beizutragen, dass die Grünen die Politik innerhalb einer Bundesregierung, aber dann womöglich auch in der Opposition vertreten, die ich richtig finde. Der Handlungsdruck, der wurde von mir subjektiv so empfunden aufgrund von zwei Debatten, an die man sich, glaube ich, heute gar nicht mehr erinnert. Vielleicht erinnern sich einige im Raum daran. Das war einmal die berühmte Patriotismusdebatte. Und das war die Debatte über die Frage, kann man, ja muss man wieder stolz sein, Deutscher zu sein. Der Name Friedrich Merz spielt in dem Zusammenhang eine Rolle. Und ich hatte damals die Wahrnehmung, dass wir vor einem gesellschaftspolitischen Rollback stehen, dass die Lernerfolge, die meines Erachtens die Bundesrepublik nach dem Zweiten Weltkrieg in dem Verhältnis zur Nation, zu Patriotismus, die kritische Distanz zu diesen Begriffen und die Reflexion darüber, was daran problematisch ist, dass die Bundesrepublik bzw. die politische Diskussion in eine Richtung ging, wo diese Lernerfolge, wie ich sie bezeichnen würde, auf einmal wieder zur Disposition standen. Mhm. Und da dachte ich, wann, wenn nicht jetzt, habe mich umgeguckt im Parteienspektrum, habe gesagt, dann sind es eben die Grünen, obwohl oder vielleicht gerade weil ich da durchaus Kritik habe an dem, was die in dieser Bundesregierung machen bzw. nicht machen. Mhm. Kann man eigentlich Parteiengagement und überhaupt Parteigeschichte auch so über den Rachegedanken erzählen? Also ist jetzt mal eine steile These, auch so Revolution, Aktivismus, sind das auch in gewisser Weise Racheaktionen? Ich meine das gar nicht so im negativen Sinne. Also Bewegungen, um etwas auch aufzuzeigen und ja, Geschichte auch über Rache zu erzählen. Was haltet ihr davon? Da müssten wir jetzt Oskar Lafontaine fragen. Also ich kann mit dem Begriff relativ wenig anfangen, aber ich versuche mal einen anderen zu nehmen, der für mich in die Politik gehört, und das ist Leidenschaft. Ich glaube, es ist wichtig, leidenschaftlich Politik zu machen, und dazu gehört dann dazu, dass man manchmal auch an dieser Politik, manchmal auch an der eigenen Partei leidet. Das ist nicht immer schön, aber ich glaube, das gehört dazu und das ist auch notwendig, weil man sich, glaube ich, gerade in solchen Situationen bewusst wird, dass man noch sowas wie authentisch ist. Ja. Und das ist, glaube ich, etwas, wo man als Berufspolitiker, du sprichst ja hier mit zwei de facto Berufspolitikern, was ich für außerordentlich wichtig halte. Mhm. Bist du leidenschaftlich? Ja. Also ich kann nachher da... Nachher wähle ich dann aus, wen ich mitnehme. Das ist jetzt eine Magst du gerne Pferde? Nein, aber bist du also als Politiker auch bei dieser ganzen, es ist ja nicht nur das, was wir permanent sehen. Also ihr könnt ja als Berufspolitiker nicht permanent vor der Kamera hängen und eure Leidenschaft ausdrücken, sondern es ist ja einfach auch politische Arbeit, und Engagement bedeutet auch, Schreibtischtäter zu sein. Also es gibt natürlich viele Gewöhnungseffekte von Dingen, die man so tut und die man dann vielleicht auch nicht mehr ganz so, mit Werbe macht oder vielleicht auch nicht ganz so leidenschaftlich macht oder nicht ganz so leidenschaftlich rüberkommt. Das gibt schon, ich weiß nicht, also bei den Piraten gibt es halt irgendwie immer so auch, oder auch bei anderen Gruppen zum Teil, diesen Begriff Politik aus Notwehr. Irgendwie von wegen, der Staat hat mich angegriffen oder ist in meinen Intimbereich eingedrungen und jetzt muss ich halt irgendwie da versuchen, politisch mich zu wehren. Den Begriff finde ich so ein bisschen schwierig, aber wenn Menschen sagen, ich fühle mich halt betroffen von bestimmten politischen Entscheidungen, auf die ich halt keinen oder kaum Einfluss hatte, und deswegen gehe ich selber in die Politik und versuche, dass die Entscheidungen in Zukunft anders aussehen, dann finde ich das erstmal grundsätzlich eine völlig legitime Motivation, um eben politisch aktiv zu werden. Ne? Wo hast du, also gerade weil es jetzt auch jüngere Parteigeschichte ist, hast du Sachen auch unterschätzt? Also dass irgendwie dass so eine große Aufmerksamkeit auch in einen Alltag übergehen kann, oder unterschätzt, dass man nicht sofort, also ich hätte immer
deswegen bin ich Journalistin geworden und Autorin. Ich muss immer sofort das raushauen und dann mal gucken, wie die Reaktionen sind und einfach nur eine andere Meinung, aber schnellstmöglich irgendwie die verbreiten. Und um so meine andere Sicht zu zeigen oder so. Ich stelle mir manchmal eure Arbeit ähnlich vor. Ihr wollt ja auch irgendwas aufzeigen, verändern, wie auch immer. Hast du da aber auch Sachen unterschätzt, auch in der Arbeit, in der Mühe, die das auch erfordert? Also in diesem politischen Tagesgeschäft, wo man dann tatsächlich irgendwann drinsteckt, bin ich erstmal sozusagen einfach ganz ergebnisoffen reingegangen. Ich habe mir da jetzt wenig konkrete Vorstellungen gemacht. Es gibt halt bestimmte Prozesse, kann ich jetzt sozusagen aus dem Nähkästchen erzählen, in so einer Fraktion, wo man tatsächlich so ein bisschen wie der Ochs vom Berg dasteht und einfach total froh ist irgendwann, wenn man auch einfach ein Budget hat, von dem man halt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellen kann, die das halt tun für einen. Das ist halt einfach, klar, das gibt es aber auch in jedem Unternehmen, würde ich jetzt mal so behaupten. Also in dem Bereich ist dann halt eine politische Fraktion dann irgendwann auch so ein bisschen wie ein Unternehmen, wo man natürlich einfach auch ganz glücklich ist, dass man Dinge einfach outsourcen kann. Wie erschreckend ist es für euch, dass am Brandenburger Tor jeden Montag inzwischen Tausende von Leuten mit Freiheit, aber Israel muss fallen und Frieden hier und NPD sitzt aber auch mit da. Das muss doch total irritierend auch für euch sein, oder? Also wie geht ihr damit um, mit so einer wabernden Masse, die auch noch also wächst und... jetzt kann man natürlich auch sagen, ach, es ist morgen wieder vorbei, aber das hat man über die Grünen, über die Piraten auch gesagt, ach, es ist bestimmt morgen wieder vorbei. Aber ich glaube an so eine Konsistenz da. Also wie nehmt ihr diese aufploppende Masse da wahr? Naja, also zum einen sollte man vielleicht erstmal feststellen, dass es also für mich jetzt noch ein Stück weit noch bedrohlicher auch ist, dass halt eine Partei aus dem Nichts, auch eine sehr künstliche Partei, eben mit Millionen Spenden oder Millionen Darlehen, die im Grunde genommen halt wenig eigene Substanz hat, aus dem Nichts aufgetaucht ist und halt fast direkt in den Bundestag gekommen ist, mit einem besten Nicht-Bundestagswahlergebnis, was es halt bisher quasi gegeben hat, bis auf einmal bei den Grünen in den um 90, glaube ich. Aber und dass diese Partei natürlich eben auch die AfD eben auch sehr stark einfach genau das repräsentiert, was sich da eben auch montags immer am Brandenburger Tor, auch in anderen Städten eben versammelt, nämlich genau dieser, naja, klassische Facebook-Unmut, die da oben machen alles falsch, ich weiß es doch besser, warum lassen die mich denn nicht, wo halt wenig konstruktive Bereitschaft eigentlich ist, sich mal wirklich, da kommen wir wieder zu den Strukturen, einfach mal zusammenzusetzen, zu schauen, was kann man denn sozusagen wirklich alternativ anbieten und zu gucken, ob man das dann eben, ob man da eben auch ein Angebot sich überlegen kann, was dann eben auch stimmig ist und stattdessen dann eben einfach, das ist halt diese Sündenbocksuche, die halt sowohl bei der AfD als parteigewordener Unmut als auch eben bei diesen sogenannten Montagsdemos eben stattfindet, wo man einfach sagt, wir suchen jetzt den Schuldigen für unser Elend, wobei das unser Elend natürlich immer extrem subjektiv ist. Es sind ja zum Teil auch Leute, denen es vielleicht sogar relativ gut geht. Dazu jede soziale Bewegung zieht natürlich gleichzeitig, ich sag's mal, Freaks an. Also doch, bei den Piraten gab es ja durchaus Fälle, ja, da wurde ja auch parteiintern darüber diskutiert, wollen wir diese Leute nicht. Das ist jetzt ja auch so ein klassischer Fall von, weil wir vorhin auch über soziale Bewegungen gesprochen haben, was da plötzlich immer, wie so ein Magnet, werden da unendlich viele Leute von allen möglichen Rändern angezogen. Ihr müsst ja damit auch umgehen, auch mit in eurer Partei. Es gibt ja wahnsinnig viele Leute, die aus ganz unterschiedlichen Gründen da sind. Gibt es da Ausschlussmechanismen? Ich glaube, wir müssen uns einigen, reden wir über soziale Bewegungen und deren Probleme oder reden wir über Parteien und weiß nicht, vielleicht müssen wir das auch nochmal ausdiskutieren. Ich habe immer gedacht, dass die Piraten jetzt keine Partei sind, die aus einer sozialen Bewegung entstanden ist. Da könnt ihr mich gerne aufklären. Es sei denn, man sagt, die digitale Revolution oder die Netzcommunity ist eine soziale Bewegung, ich sie nicht... Vorhin, da hattest du, entschuldige, dass ich dich kurz unterbreche. Ich bin ja zu spät. Da warst du noch nicht da, hatte ich sozusagen gesagt, dass es zwei Parteien sind, die aus einer Jugendbewegung heraus entstanden sind. Bei den Grünen war
das eben ja eine der letzten großen Jugendbewegungen überhaupt und bei den Piraten auch, eben nur anders. Man hat es eben nicht auf der Straße gesehen, sondern im Netz. Also es haben schon, glaube ich. Also ich bleibe vielleicht mal bei den Grünen, genau. Weil ich glaube, ich bin nicht derjenige, der erklärt, woraus die Piraten entstanden sind oder nicht. Was, glaube ich, relativ unstrittig ist, ist die Tatsache, dass die Grünen eine Bewegungspartei sind, wobei ich da nicht von einer Jugendbewegung reden würde, sondern ich glaube, das war eher ein Sammelbecken von verschiedenen Bewegungen. Die Friedensbewegung, die Frauenbewegung, die Ökologiebewegung, die Schwulen- und Lesbenbewegung und so weiter und so fort. Und wo wir in unserer Parteigeschichte immer wieder darüber diskutiert haben, wo wir bis heute, glaube ich, auch immer wieder ringen, ist die Frage, inwieweit man sozusagen dieses Spannungsfeld, was da notwendigerweise entsteht, inwieweit man das aushält. Denn meine These ist, Parteien sind keine Bewegungen und umgekehrt, damit muss man leben, wenn man sich parteipolitisch engagiert. Das bedeutet nicht, dass man das als Antagonismus verstehen muss. Und wir haben ja damals in den 80er Jahren oder zuvor gesagt, wir sind quasi die Alternative zum Parteiensystem, haben uns dann irgendwann zur Alternative im Parteiensystem erklärt. Und ich glaube, das ist eine Grundsatzentscheidung, die Piraten auch für sich gefällt haben. Sie sind Partei geworden und das bedeutet, glaube ich, dass man diesen Unterschied ernst nehmen muss und beides nicht miteinander verwechseln darf. Und das Kunststück besteht jetzt darin, das ist eine Frage des politischen Anspruchs, ob es gelingt, als Partei so durchlässig zu sein, zu sagen, ja, diese Bewegungen sind für uns politische Partnerinnen und Partner. Wir sind in der Lage, das aufzugreifen, was die uns herantragen. Und wir sind auch in der Lage, uns als potenzielle Bündnispartner zu verstehen. Und dann kommt aber der Punkt, und ich glaube, der kommt zwangsläufig, wo man aufgrund der Rolle als Partei, auch gerade in einem parlamentarischen System, also wenn man über eine Fraktion verfügt, zu Entscheidungen genötigt ist, wo es Reibungsverluste gibt, bis hin zu einem offenen Bruch. Und die Geschichte der Grünen ist ja auch eine Geschichte der Reibung an diesen sozialen Bewegungen umgekehrt. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, oder es ist so mein Zwischenfazit, diese Widersprüche kann man nicht auflösen und vielleicht sollte man sie auch gar nicht auflösen. Vielleicht ist es ja genau das, was Politik, die sich weiterentwickeln will, die den Anspruch hat, ein System zu demokratisieren, zu verändern, auch ganz bewusst aushalten muss. Mhm. Und dazu gehören dann auch diese Konflikte. Es gibt eine Parallele. Wir reden ja genauso wie ihr häufig über das Thema Beteiligung oder Partizipation. Ich glaube, Beteiligung und Partizipation kann nicht stattfinden, ohne dass man sich dieser unterschiedlichen Rollen und damit eben auch der Spannungsfelder, die dadurch entstehen, bewusst werden. Mhm. Vielleicht letzte Anmerkung, damit ich nicht zu lange quassel. Parteien haben nochmal ein paar zusätzliche Herausforderungen in diesem Zusammenhang zu meistern. Sie sind natürlich konfrontiert mit bestimmten Regeln eines politischen Systems, die kann man verändern wollen, aber die sind dann erstmal de facto da. Und sie sind natürlich auch immer konfrontiert mit einer veröffentlichten Meinung, also mit den Medien, mit einer sozusagen Beobachtung. Und ich glaube, das haben die Parteien leidvoll erfahren, das haben auch wir Grüne immer wieder leidvoll erfahren, wo bestimmte Debatten, bestimmte Positionen, auch bestimmte Konflikte ganz schnell auf ein Narrativ verkürzt werden, wo auf einmal eben nicht mehr der Streit um die Sache beziehungsweise der eigentliche Gegenstand der Auseinandersetzung, das, was einen politisch beschäftigt, worüber man streiten will, im Vordergrund steht, sondern, ja, da sind wir wieder bei der Rache, zwischenmenschliche Konflikte oder ja, andere Vordergründigkeiten, wo, glaube ich, auch wir ganz schnell als Privatpersonen sagen, das ist A, unpolitisch und B, wollen wir das auch gar nicht alles wissen und uns gar nicht damit beschäftigen. Zum Beispiel, was gibt es da für Beispiele? Damit möchte ich mich nicht beschäftigen. Also, wenn du sagst, das wird das und das wird verkürzt, aber ich will das. Genau, ich finde das spannend, weil ich ja mit einer Journalistin rede und ich glaube, dass Journalistinnen und Journalisten in diesem Zusammenhang
Zusammenhang einen wirklich schwierigen Job haben. Denn auch ihr seid ja gewissen Regeln unterworfen. Ihr müsst ja nach bestem Wissen und Gewissen versuchen, Dinge abzubilden, so dass Leute politische Diskurse nachvollziehen können, auch wenn sie nicht bis zum Hals drinstecken. Und dann habt ihr vielleicht irgendwie auch noch einen Chefredakteur, der sagt, so und zu viel Zeilen und mehr Platz ist nicht. So, und wie macht man das? Da gibt es natürlich ein journalistisches Handwerkszeug, aber um eine Komplexitätsreduktion, um eine Verkürzung kommt man nicht rum. Das heißt, man kommt auf Kategoriebildung, das ist auch ein Thema, glaube ich, heute Abend, zum Beispiel die Kategoriebildung Flügel, oder man kommt zu einer Personalisierung. Und deine Frage zu beantworten, also spätestens, wenn schmutzige Wäsche gewaschen wird, also wenn es wirklich eine Personalisierung in dem Sinne gibt, wo am Ende wirklich nur noch das Motiv der persönlichen Rache im Raum steht, ja, dann hat, glaube ich, niemand gewonnen. Und da gibt es sicherlich auch Journalistinnen und Journalisten, die damit ein bisschen vorsichtiger umgehen und andere, die so eine Zuspitzung vielleicht ganz klasse finden, weil sie wissen, ja, da gibt es auch eine höhere Aufmerksamkeit. Aber also muss man jetzt sicherlich auch differenzieren, über welche Medien man genau spricht, aber ja, ich will noch nicht mal zwischen. Stelle ich mir das absolut schwierig vor, wenn man dann morgens im Netto sein Brötchen kauft und in der BZ oder irgendwo siehst du eine hässliche Berichterstattung, vielleicht sogar gar noch falsche, und fühlst dich sozusagen, also natürlich ist diese, was medial passiert, immer noch mal so wie so ein Filter. Mehrere Filter gehen über eure Arbeit drüber hinweg und erscheint sozusagen in der Öffentlichkeit ja wie durch so ein Prisma 500 Mal gebrochen. Im Prinzip, jetzt mal, also leicht übertrieben, aber das ist natürlich ein Problem, oder? Für die politische, oder nicht nur ein Problem, aber es muss man halt sehen. Naja, ich glaube, also wenn man jetzt sozusagen über diesen Journalismusaspekt redet, dann sollte man sich vielleicht wirklich vergegenwärtigen, es gab sozusagen erst die Politik und die Wahrnehmung und irgendwann den Journalismus in seiner späteren oder heutigen Form als ein bestimmtes Korrektiv, ist ja nicht das einzige Korrektiv von Politik oder von Gesellschaft, sondern eben eines davon. Das kann natürlich auch nicht alles korrigieren, es kann auch nicht alles abbilden, es kann auch nicht alles erklären, sondern es hat eben eine bestimmte Erklärfunktion, eine bestimmte Abbildungsfunktion, eine bestimmte Korrektivfunktion. Und das muss man sich, glaube ich, eben vergegenwärtigen. Also für uns ist es natürlich schon so, dass wir eben stark auf die Medien angewiesen sind, aber sicherlich weder wir noch andere sich eben darauf verlassen sollten, dass die eben alles abbilden oder alles korrigieren. Also das ist halt sozusagen auch nicht ihre Funktion, glaube ich. Nein, also ich finde erstmal das Bild des Prismas ein sehr schönes. Ich glaube, wir beide haben da auch gar nicht die Tendenz, in Richtung Medienschelte zu ziehen. Ich habe ja versucht, deutlich zu machen, ne, dass die Medien sich im ähnlichen Spannungsfeld drehen. Darüber muss man unbedingt diskutieren. Also das gibt ja auch intern sozusagen, auch wir als Journalisten gucken natürlich drauf, was passiert in dieser Medienlandschaft natürlich. Wir hatten kurz vorhin darüber gesprochen, wir haben jetzt haben ein Online-Magazin entwickelt und ich gehöre zu den zur Gründerredaktion sozusagen. Und sag doch mal welches. Das heißt Crowdreporter. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Wir machen jetzt gerade eine Crowdfunding-Aktion, um insgesamt 900.000 Euro zu sammeln, um die Redakteure und vor allem die Autoren mal richtig wieder zu bezahlen. Also die Honorare wurden ja auch immer schlechter, was auch dazu führt, keine Zeit mehr zu haben, gründlich zu sein. Und deswegen sage ich, also diese Diskussion über Qualität, auch Länge, also es gibt einfach keine Begrenzung und es geht wirklich um eine harte Recherche und weniger Meinungsstücke, sondern wirklich mal zu gucken, was steckt hinter diesen ganzen Geschichten wirklich drin. Also das diskutieren wir sogar intern und wollen selbst daran was ändern. Und das ist natürlich total wichtig. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir mal sozusagen sprechen, weil mir war das gar nicht so klar, dass Politik so stark gefiltert wird und dass bei mir als Leserin, ich bin ja auch keine Politikjournalistin, dass es bei mir schon verzerrt oder durch dieses Prisma gebrochen ankommt. Das war mir gar nicht klar. Also ich glaube, da ist vielleicht wirklich ein ganz wichtiger Aspekt. Also es gibt natürlich verschiedene, aber einer ist tatsächlich immer diese Frage, die sich wahrscheinlich Medien stellen müssen, was ist das Vorwissen der Leser? Was wissen die eigentlich schon? Und wenn das Vorwissen oder die Vormeinung von Lesern ist,
Person X, zum Beispiel ein Politiker, ist halt jemand, der zum Beispiel, sagen wir mal, sich intensiv um Flüchtlingspolitik engagiert oder so, dann ist das halt etwas, auf dem man dann halt aufbauen kann oder aufbauen muss. Also letztendlich ist sozusagen denn die Meinung eines Journalisten über ein Thema oder über einen Menschen weniger relevant als die Vorkenntnisse der Leser, die halt auf denen man aufbauen muss, um einen Artikel zu schreiben. Das ist vielleicht ein spannender Aspekt. Ja, und auch bei dieser Frage sollte Politik und sollten Parteien erstmal bei ihrer eigenen Rolle bleiben. Also ich halte da jetzt nichts davon, diese Debatte als eine Legitimation zu nutzen, um sich nicht bestimmte Fragen zu stellen, wo man ja letzten Endes sehr eigenverantwortlich als Politikerinnen und Politiker sagen muss, was für Schlüsse ziehe ich daraus. Und ich glaube, die Herausforderungen, die sind uns bekannt. Damit muss man auch zum Teil leben. Dazu gehören so Dinge, dass beispielsweise sowas wie Privatleben oder persönliche Beziehungen auf einmal in den Fokus rücken. Das kann manchmal wehtun und das ist, glaube ich, für niemanden schön, aber ich denke, damit muss man in so einer Situation leben. Das führt häufig dazu, dass Politikerinnen und Politiker abstumpfen, dass sie sich diese berühmte Elefantenhaut, ich weiß gar nicht, ob das ein Terminus ist, den es auch bei den Piraten gibt, also bei den Grünen wird da häufig drüber gesprochen, ja, da muss man irgendwie sich um Elefantenhaut zulegen. Und das ist insofern natürlich problematisch, als dass zweifelsohne richtig ist, dass man nicht alles persönlich nehmen kann, dass nicht bei jedem negativen Artikel irgendwie gleich eine Welt zusammenstürzen muss. Aber man sieht es im Übrigen auch bei Politikern, die haben sich schon auch, also wie so einen Panzer angefressen. Genau, und das hat damit was zu tun. Also du hast sozusagen den Stress, der lagert in diesen Zellen, das ist ein Panzer. Ja, da gibt es eine Wechselwirkung und das ist natürlich eine Entwicklung, die außerordentlich problematisch ist, denn wenn einen nichts mehr anfasst, wenn man sozusagen völlig schmerzbefreit ist, dann ist man das vielleicht nicht nur an den Stellen, wo es richtig und notwendig ist, sondern eben auch da, wo es politisch wichtig wäre, sensibel zu reagieren. Ich will ein zweites Beispiel nennen, um das nicht zu stark zu personalisieren. Es gibt eine Erwartungshaltung von Medien, auch von Öffentlichkeit insgesamt, die ich sehr nachvollziehbar finde. Und zwar, dass wir auskunftsfähig sind zu den Fragen, die Menschen bewegen. Wir müssen Antworten formulieren können. Und ich bin seit 3 Jahren Parteivorsitzender und Parteivorsitzende haben eben nochmal das zusätzliche Problem, dass sie eben nicht nur, ich meine das nicht abwertend, Fachpolitiker sind, sondern sie müssen zu allem was sagen können. Ja, zu jeder tagespolitisch aktuellen Frage oder auch zu den großen Fragen unserer Zeit und strukturellen Herausforderungen etc. pp. Und ich glaube, wir wissen alle und es wissen letzten Endes auch alle Menschen in dieser Republik, dass es niemanden gibt, der alles weiß. Sich nur hinzustellen und zu sagen, ich weiß das nicht. Das ist etwas, was man sich natürlich auch nur begrenzt leisten kann, weil, sagt es eingangs, natürlich die Erwartungshaltung ist, gerade bei Menschen, die man in Ämter wählt, die man in der repräsentativen Demokratie beauftragt, auch diese Fragen anzugehen und diese Probleme zu lösen, weil es da die Erwartungshaltung gibt, natürlich müssen die da irgendwas zu sagen können. Und das wiederum führt dazu, analog zur Elefantenhaut, dass wir diese wunderbaren Fernsehformate haben oder Interviews, wo im Grunde nur Sprechblasen formuliert werden. Ich wollte gerade sagen, es ist doch eigentlich eher das Problem, dass es gibt zwar einerseits oder gab dieses Bedürfnis, bitte erklärt mir die Welt, aber es kommen nur Blasen zurück. Und deswegen hat es zum Beispiel bei mir dazu geführt, zu einer totalen Entfremdung zur Politik. Das geht an mir so unglaublich vorbei, wenn Ursula von der Leyen aus irgendeiner Sitzung kommt und ihr Blabla kurz ins Mikro redet. Das ist so eigentlich, es kommt mir vor, als würden Politiker in solchen Spitzenpositionen vor allem auch und die vielleicht auch jeden Tag wirklich zu allem Mist was sagen müssen, denken und ihre Zuschauer und Wähler total unterschätzen. Also das darf einem sogar als Autor und als Journalist auch nie passieren, dass du eigentlich deinen Leser unterschätzt. Es gibt ein paar doofe Leser, aber nicht alle. Nein, mein Kopfschütteln war gar nicht darauf bezogen, dass ich glaube, dass die Leute unterschätzt werden. Also ich habe nur den Eindruck, dass
also das ist ja im Grunde an uns auch liegt, inwieweit es uns gelingt, das zu durchbrechen. Ich kann jetzt natürlich sagen, die Leute, die haben eh keine Ahnung oder eh kein Interesse und deswegen speise ich die mit irgendwelchen Allgemeinplätzen ab. Oder ich kann behaupten, es gibt eine so geringe Fehlertoleranz gegenüber der Politik in diesem Land, dass man sich solche Fehler wie ich weiß nicht oder mal was Falsches oder mal was raushauen, hast du vorhin gesagt, nicht leisten kann. Ergo, ich muss mich in Allgemeinplätze flüchten. Selbst wenn das so wäre, dann ist es doch unser Job, daran etwas zu ändern. Und klar, also die Anforderung, diese Beobachtung, unter der man steht, die ist bekannt. Und ich glaube, wir ringen alle darum, damit auf eine Art und Weise umzugehen, die eine politische ist und die dann auch eine menschlich authentische ist. Und das gelingt nicht immer. Das gelingt auch mir nicht immer, weil ich, wie gesagt, nicht alles weiß und dennoch mal irgendwie Stellung nehmen muss zum Thema. Ich kann dir total folgen und finde das auch sehr interessant. Mir ist jetzt nur noch mal eingefallen, gerade die Piraten haben in dieser jungen Geschichte, die haben noch mal einen ganz anderen Output, wenn man das so sagt, Output. Und zwar wird ja praktisch das deutsche Twitter von den Piraten nahezu beherrscht. Also das ist ja sozusagen, sind eure Gewässer. Und aus dieser, ja doch, es ist sozusagen, eure Crowd kann sozusagen unglaublich viel irgendeine Debatte lostreten oder sich dann streiten, das auch noch öffentlich. Muss doch problematisch sein für euch. Ach nein. Ja, ich glaube, wir können auch, ich glaube, es ist eine gute Brücke von dem Punkt mit der Dickhäutigkeit hin zu dem Thema Twitter. Wenn man mal einfach schaut, letztendlich geht es ja gerade in der Politik. Wir hatten das ja vorhin auch nochmal im Thema Montagsdemos und Sündenbocksuche. Es geht häufig um diese Suche nach dem Fehler, wenn es dann um den Menschen geht. Und das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum dann Ursula von der Leyen oder andere Spitzenpolitiker dann eben auch sich so sich so unglaublich glattgeschliffen anhören und irgendwie kaum mal irgendwie sich ein bisschen aus sich selber herausfragen oder so, weil eben überall irgendwelche Fallen lauern, wo sie halt nicht reintreten wollen. Und diese Frage, die Frage nach dem, die Suche nach dem Fehler, das ist natürlich so ein bisschen der Punkt, sobald man als Politiker irgendwie ein bisschen mehr Verantwortung übernimmt, ein bisschen präsenter wird oder vermeintlich präsenter ist, geht halt sozusagen diese Fehlersuche los. Was hat er denn jetzt gerade falsch gemacht? Und ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie, aber ich habe schon das Gefühl, dass bei den Piraten momentan auch die Situation ist, wir haben immer noch eine Partei von lauter Ehrenamtlern und der gesamte Bundesvorstand sind halt alles Ehrenamtler. Und wenn man dann bei, und nicht nur Ehrenamtler, sondern auch Amateure, die es halt gerade zum ersten Mal machen oder die es halt noch nicht so lange machen, und wenn man dann bei den Leuten dann auf Fehlersuche geht und dann auch noch die Erwartungshaltung hat, die man eigentlich bekommen hat durch die Interviews, die Ursula von der Leyen oder Sigmar Gabriel geben, dann wirst du natürlich fündig ohne Ende. Kannst du in jedem Satz, kannst du irgendwelche Fehler oder irgendwelche Ungenauigkeiten oder irgendwas finden und die Person halt dann darauf reduzieren. Und hast halt dann schon irgendwo einen Ansatzpunkt zur Kritik. Das ist zum Teil auch das, was sich dann in sozialen Medien auch widerspiegelt, wenn das sich halt bestimmte Dynamiken halt entwickeln. Mhm. Das ist dann sicherlich was sich auf Twitter dann eben auch sehr stark wieder vervielfältigt. Gerade diese 140-Zeichen-Diskussion ist natürlich was, also eine komplexe Botschaft, ein komplexer Vorgang wird reduziert auf 140 Zeichen, ist perfekt, um sich ein Merkmal oder einen bestimmten Aspekt einer Persönlichkeit oder eines Vorgangs eben herauszupicken und das eben möglicherweise dann eben auch kritisch zu beobachten. Andererseits will man natürlich als Leser auch ständig genau von diesem ganzen Streitereien, Schuldsuche, das ist ja auch Theater. Wir werden ja dadurch auch unterhalten. Das beschäftigt uns ja ständig. Wir sind ja
der Wähler ist total daran interessiert, wenn sich irgendjemand streitet, wenn irgendwie was passiert. Das ist ja sozusagen das öffentliche Theater. Ja? Ihr seid schon auf einer Bühne und man kann sich natürlich, man muss aufpassen, dass irgendwann noch Inhalt rauskommt, also nicht von diesen Blasen, von denen du immer gesprochen hast, oder diese, wenn es auf Twitter dann explodiert, aber letztlich ist das, es ist ja schon auch gewollt, genau dieses Theater, das wird ja auch erzeugt und auch unterstützt vom Publikum, vom Wähler selbst, indem er das immer fleißig begleitet. Ja, aber es wird nicht belohnt durch Wählerstimmen. Also das wenn stimmt. die wenigstens sagen würden, das wir, stimmt. wir das wählen euch dafür, nicht. Dass ihr euch so schön streitet und uns unterhaltet, das wäre ja noch was. Das stimmt. Aber ich würde schon noch mal gerne eine Lanze für den Streit brechen. Das ist ja alles richtig, was ihr gesagt habt. Ja. Aber also ich meine, eigentlich ist doch Streit was Wunderbares. Darum geht es doch in der Demokratie. Absolut. Und darum müsste es doch eigentlich auch in einer lebendigen, basisdemokratischen Partei gehen. Und natürlich ist es so, wenn man jetzt mediale Gesetzmäßigkeiten betrachtet oder der Frage nachgeht, was interessiert die Leute, vielleicht auch unter dem Gesichtspunkt von Entertainment, entfernt man sich ganz schnell von Politik und von den politischen Inhalten. Aber das ändert doch nichts an der Tatsache, dass wir eigentlich Streit brauchen. Ich meine, wir haben es in dieser Merkel-Republik, glaube ich, alle zusammen schmerzlich vermisst im Umfeld der letzten Bundestagswahl, dass engagiert gestritten wurde. Sprich, wie kriegen wir eigentlich eine Repolitisierung von Streit hin? Absolut. Ich kenne diese Debatte auch in meiner Partei und ich kann mir gut vorstellen, dass das bei den Piraten ebenfalls stattfindet, dass man sagt, wir dürfen uns nicht streiten, weil das kommt nur schlecht an. Und Geschlossenheit, 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 ja, das ist sozusagen das Maß aller Dinge. Ich glaube, man muss da eben differenzieren zwischen dem Streit um der Sache willen und da unterstelle ich jetzt einfach mal einer deutschen Bevölkerung, sie würde das honorieren, wenn wirklich mal politisch, auch gerne innerhalb von Parteien, gestritten wird. Wir Grüne haben immer behauptet, dass wir manche Diskussionen stellvertretend für diese Gesellschaft geführt haben. Ob das stimmt oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber wir haben auch explizit gute Erfahrungen damit gemacht. Und dann unterscheiden mit diesem Streit, der uns, glaube ich, alle wirklich nur annervt und wo es darum geht, irgendwie Schlagzeilen zu produzieren. Auch da sprechen wir über politische Kultur und dass Twitter und Co. eine politische Kommunikation verändert haben, das steht, glaube ich, außer Frage. Ja, also zumindest hat es zum Teil kommt es einem aber auch vor wie ein absurder Auftritt. Ich erinnere mich an den legendären Tweet von Peter Altmaier, der gerade ein Tierheim besucht hat und schrieb im Tierheim das Äffchen Elli besucht. Mir wurde klar, dass Tierschutz genauso wichtig ist wie Umweltschutz. Punkt. Also unmittelbar vor den Bundestagswahlen. Jetzt frage ich mich, ist das eine Parodie? War das ein Scherz? Na, jeder kann mal einen schlechten Tweet absetzen. Also. nein, es war kein schlechter Tweet, sondern es war, also das ist der Sound, wie manche Politiker twittern. Ja, und da kann man vielleicht, auch im konkreten Fall, weiß ich nicht, kann man ja auch unterstellen, es gibt vielleicht auch Kräfte in dieser Gesellschaft, denen es sogar um eine Banalisierung von Politik geht. Also wenn ich mir manche Wahlkämpfe der letzten Jahre angucke, dann hatte man ja das Gefühl, das ist irgendwie immer inhaltsleerer. Das ist ja im Übrigen auch wiederum eine Kritik von Medien gewesen. Ja. Ja? Also da beißt sich dann die Katze manchmal in den Schwanz, wie amerikanisiert zwischenzeitlich manche Wahlkämpfe ablaufen. Ich finde da auch mal den vergleichenden Blick ganz interessant, weil beispielsweise die politische Kultur in den USA für mich irgendwie immer noch, ich verstehe die gar nicht, und bin da dennoch, glaube ich, reflektiert genug, um da jetzt nicht in so einen plumpen Anti-Amerikanismus zu verfallen, aber offensichtlich haben sich da in der politischen Debatte Mechanismen etabliert, wo man, glaube ich, absehen kann, was für Gefahren auch so eine Banalisierung von Politik birgt. Und ja, bei den Piraten verfolge ich das ja teilweise mit Interesse und dann auch immer mit einer parteipolitischen Brille.
ich wundere mich manchmal, dass dann eben beispielsweise der Streit um das Medium und die Rolle des Mediums, um jetzt bei Twitter zu bleiben, im Vordergrund steht, weil ich immer den Eindruck habe, ist es nicht vielmehr Ausdruck von bestimmten Diskussionen, die ihr offenbar noch führen müsst, austragen müsst, wo es aber eigentlich um die Frage geht, was für eine politische Kultur leben wir, wie funktioniert bei uns innerparteiliche Meinungs- und Willensbildung. Mhm. Also da will ich jetzt gar nicht unterstellen, dass das nicht gesehen wird, aber also diese Bombergate-Debatte zum Beispiel war für mich einerseits sehr schwer nachzuvollziehen, weil mir da auch der Background fehlte, also der innerparteiliche Diskurs. Und ich dennoch dann an einigen Stellen den Eindruck hatte, da bilden sich bestimmte Dinge ab, bestimmte Herausforderungen, bestimmte Probleme von Parteibildungsprozessen. Aber verdammt nochmal, warum adressieren die eigentlich nicht? Ja? Also warum wird eigentlich so getan, als würde es da um irgendeine Aktion gehen oder um irgendwelche Faktionen innerhalb der Partei mit den entsprechenden Eigen- und Fremdzuschreibungen. Darum ging es sicherlich auch. Mhm. Aber interessanter wäre doch, hinter die Kulissen zu gucken und eher die systematische Frage zu stellen, was für Herausforderungen haben wir eigentlich in puncto Meinungsbildung, Positionierung, programmatische Entwicklung, meinetwegen auch Institutionalisierung etc. pp. Das scheint mir zu kurz gekommen zu sein. Aber wie gesagt, also ich habe da jetzt im Gegensatz zu vielen anderen auch nicht den ganzen Tag am Smartphone gehangen und habe das 1:1 verfolgt. Ihr seid ja nun auch in die Politik gegangen, weil es, um es pathetisch zu sagen, verdammt nochmal auch Sachen gibt, um die man sich jetzt kümmern sollte und muss. Und ihr auch in einer ganz anderen Gegenwart steht, als vielleicht irgendwie in der Zeit, als die SPD oder die CDU. Wir sind ja auch Teil einer Generation. Früher haben sich unsere Eltern in ihren wildesten Punkzeiten noch No Future auf die Lederjacke gedruckt. Für uns ist das ja auch eine Realität. Also wir müssen uns ja wirklich langsam mal Gedanken machen, wie es irgendwie in 10 Jahren letztlich aussehen soll hier und wie wir leben wollen. Und da seid ihr ja sozusagen die sich politisch damit auseinandersetzen. Ihr setzt euch ja mit Zukunft auseinander. Und weil ich merke gerade, man verliert sich wahnsinnig gern immer in diese auch Twitter-Diskussion, wer sagt was wann, wie gehen wir damit um, ist auch sehr wichtig. Aber darüber hinaus, und ich glaube, das, was uns eigentlich so ein bisschen kratzt, ist, dass man darüber die Zukunft vergisst. Oder ist mir das nur so? Das sind jetzt so Fragen, ne, Fabio? Ja, mit der Zukunft, Fragen, ja. Wo wir jetzt eine Antwort haben müssen. Der Blick jetzt müssen wir wissend schauen, ja, ich verstehe. Nee, aber also vielleicht noch mal ganz kurz dieser Aspekt mit Bombergate und ich finde sozusagen, also das Interessante ist ja dieses Bewertung von einer Aktion und diese eigentlich notwendige Metadebatte, was tun wir hier eigentlich gerade und wo wollen wir eigentlich hin, ja? Mhm. Also ich fand das ganz spannend, ja. Mit Leuten zu diskutieren, die eben auch zum Teil eine ganz andere Meinung hatten als ich, dann nach dieser ganzen Diskussion, die da halt im Februar losgetreten wurde. Erst haben wir mit Leuten diskutiert, die gesagt haben, ja, das war falsch, was da gemacht wurde und das muss in Zukunft anders sein. Gut, das ist ja eine Meinung, die man haben kann. So, ja. Das hat sich irgendwann sogar kulminiert bis zu Pressemitteilungen, die halt dann Landesverbände oder Landesvorstände rausgegeben haben, in denen dann drin stand, ja, also effektiv, ich abstrahiere jetzt, wenn in Zukunft stärker vorgegangen wird gegen alle Menschen, die brennende Gegenstände auf Botschaften werfen, dann steht die Piratenpartei insgesamt in Zukunft gut da, so, ja, als Botschaft. So, also ne, wo man sich wirklich so fragt, okay, es scheint ja wirklich der Meinung zu sein, wenn man dass es um diese Aktion ging, ja, was halt schon, wo ich dir zustimme, das ein bisschen absurd ist, so. Dann hat man mit Leuten gesprochen, die haben dann auch von sich aus dann irgendwie auf Nachfrage oder in der Diskussion dann auch irgendwann zugegeben, ja, natürlich geht es um andere Sachen, natürlich geht es auch um Flügelstreit und natürlich geht es auch darum, dass eben da sich Gruppen organisieren und dass eben so an bestimmten Handlungen einfach symptomatisch halt festmachen und man sich dann darüber halt eben
vielleicht formiert und dann eben guckt, wo man eigentlich hin will, sich austauscht, vielleicht da eben auch was Konstruktives draus entsteht und so weiter. Dann gab es wieder Leute, die gesagt haben, ja, natürlich war das nur ein willkommener Anlass, diese Aktion zu kritisieren. Letztendlich kritisiere ich, als jetzt vielleicht jemand, der nicht so ganz links steht in der Partei, dass die Linken so sehr großen Einfluss auf die programmatische Entwicklung der letzten Jahre genommen haben und eben sich auch angeblich, sage ich jetzt mal, mittlerweile sehr stark in den Vorständen oder in den verschiedenen Hierarchieebenen auch abbilden. Und deswegen muss man jetzt sozusagen auf anderer Ebene eben ansetzen und Kritik üben. Also da kamen dann plötzlich ganz unterschiedliche Sichtweisen wieder rein. Letztendlich aber eben auch viele, die tatsächlich, wie du es eben schon formuliert hast, gesagt haben, ja, so eine Aktion ist dann vor allem eben ein Vorwand oder auch ein Anlass, um dann vielleicht mal eine Grundsatzdebatte zu führen. Die Frage ist natürlich, ob man dann auch in der Lage ist, eine Grundsatzdebatte zu führen und dann eben wirklich gemeinsam festzustellen, wo stehen wir denn eigentlich, wo wollen wir denn eigentlich hin, wie können wir das halt gemeinsam hinkriegen oder eben an den wichtigen Weggabelungen dann eben feststellen, hier ist ein Punkt, wo man eine Entscheidung treffen muss, dann lass uns doch mal darüber diskutieren und dann eben in die eine oder andere Richtung gehen. Das ist ja das Wichtige eigentlich. Und da ist natürlich dann die Frage, schafft man das als Gruppe oder gibt es dann vielleicht auch Punkte, wo man sagt, wir schaffen das nicht, weil uns einfach die gemeinsame Diskursfähigkeit fehlt und wo man sich dann vielleicht doch trennen muss. Frage ist natürlich, kann man gemeinsam zu dem Ergebnis kommen, dass man sich trennen muss, wenn man schon gemeinsam nicht zum Ergebnis kommen, also nicht gemeinsam nicht zu der Perspektive kommen kann, was eigentlich schief läuft oder wo sich die beiden Sichtweisen vielleicht überhaupt unterscheiden. Das ist ja dann auch eine Frage, die halt im Raum steht. Ja, also ich werde jetzt nicht den Versuch machen, da irgendwie Fragen zu erklären. Nee, vor allem, ich glaube, das ist auch so ein Punkt, den du hier versuchst zu erklären. Also das als Erklärung einfach erstmal wichtig. Wir können es nicht lösen. Das ist halt. Schade, wir können es halt nicht lösen. Aber bringen wir es doch mal zusammen mit dem Punkt Zukunft. Ja, weil wir versuchen, glaube ich, schon als Grüne, wir als Piraten auch nochmal die Frage aufzuwerfen, kann sich unsere Demokratie und kann sich die Art und Weise, wie Parteienpolitik funktioniert, nicht weiterentwickeln und natürlich positiv entwickeln. Ja, kann man dadurch, dass man das System von innen verändert, mehr Partizipation erreichen, etc. pp. Und da fängt man natürlich erstmal bei sich an. Oder ich glaube, das ist zwangsläufig und auch eine Frage der Glaubwürdigkeit, dass man sich selber überlegt, gerade wenn man Kritik an den etablierten Parteien, wo wir als Grüne, ich weiß gar nicht, gehört ihr eigentlich auch schon dazu, Fabio? Seid ihr auch schon etabliert? Also wahrscheinlich. Ja. Genau. Außer wir wollen die kritisieren, dann natürlich nicht. Genau, alles klar. So, was macht man da eigentlich anders und besser? Und da haben die Parteien, so habe ich es zumindest ja immer so verstanden, die haben ja ein Versprechen abgegeben. Ne? Wir kriegen das anders hin, auch durchaus mit im Verbund mit dieser Kernkompetenz, wo ihr eben, glaube ich, auch erstmal zu Recht darauf hingewiesen habt, dass die Digitalisierung nochmal ganz andere und vielfältigere Möglichkeiten bietet, um Partizipation herzustellen, beziehungsweise auch politische Meinungsbildung zu organisieren. Das hat, Stichwort Twitter, alles seine Schattenseiten. Und man merkt auch unter den Gesichtspunkten, die wir gerade schon diskutiert haben, also wenn man als Partei sich in diesem Spannungsfeld bewegt, da gibt es irgendwie eine Öffentlichkeit und Medien und bestimmte Gesetzmäßigkeiten von parlamentarischer Demokratie, dann ist das alles nicht so einfach und stößt da auf Widerstände. Beispielsweise bei der Frage, wie löse ich eigentlich ich will quasi vorbildlich als Partei bestimmte Diskussionen führen und bei dieser Bombergate-Sache, glaube ich, liege ich jetzt nicht falsch oder trete ich euch nicht zu nahe, wenn ich mal behaupte, also zumindest stilistisch und von der Art des Umgangs miteinander ist das nicht so richtig geglückt. Gibt es, glaube ich, auch eine Reihe von Beispielen bei den Grünen, wo das nicht unbedingt geglückt ist.
Ich fand am interessantesten, dass für mich als Außenstehenden zum ersten Mal sowas wie Flügel, Strömung, Richtung, wie auch immer, sich abzeichnen. Und ich weiß bis heute nicht, ob das eigentlich stimmt. Also ob es wirklich sowas wie quasi innerparteilich institutionalisierte Flügel gibt, die dann irgendwie von manchen mit Schlagwörtern belegt werden, wie liberal oder antideutsch. Aber, ja, ist doch so, oder? Ist ja kein Widerspruch. Tatsache ist, glaube ich, dass damit bestimmte Diskussionen Raum gegriffen haben, die einen ziemlichen Bart haben. Mhm. Ja, also ja. Ich meine, das kennen wir. Ja. Da sind die Piraten dann irgendwie schon wieder klassische Partei. Alle Parteien haben diese Flügel, haben diese Strömung, mehr oder minder ausgeformt. Bei manchen ist das sehr viel präsenter, weil sich das auch in den Medien irgendwie ständig widerspiegelt. Bei anderen Parteien wie in der CDU ist es so, dass dann irgendwann das Machtwort von Angela Merkel gesprochen wird, ne, und dann tauchen... Tut sie das denn? Ich habe immer das Gefühl, sie ist wieder, kennt ihr diesen Mythos, dass von dem Chef von Amazon, immer wenn ein Mitarbeiter einen Fehler macht, schickt der Chef von Amazon seinem Mitarbeiter einfach nur ein Fragezeichen. Und genau so habe ich das Gefühl, die verschickt auch immer nur Fragezeichen. Und dann weiß man, okay, ich habe einen Fehler gemacht, ich muss jetzt mal ganz dringend, bevor noch ein Fragezeichen kommt, das Problem lösen. Das habe ich eher immer das Gefühl. Ja. So ein unsichtbarer, aber deutlicher Druck. Das ist auch ein Machtwort, ne? Also, jeder hat seinen eigenen Stil. Ich habe mich in dem Zusammenhang halt nur gefragt, wird das eigentlich bei den Piraten diskutiert? Ja, also... ist man da nicht irgendwie mehr oder minder auf dem Weg, auch diesbezüglich eine Partei wie alle anderen zu werden? Und wenn ja, ist das eigentlich schlimm? Mhm. Ja, oder muss man nicht eher sagen, also was wie Flügel und Richtung sind auch ein konstitutives Merkmal und können eben auch durchaus positiv sein oder positiv wirken innerhalb von Parteien, weil sie beispielsweise einen Beitrag dazu leisten, dass sich eine Partei programmatisch über einen produktiven Streit auch weiterentwickelt, fallen die Piraten nicht viel mehr hinter ihren Anspruch zurück, das irgendwie alles ganz anders machen zu wollen. Also ihr kennt ja auch diese grüne Diskussion, links, rechts oder vorne. Ich hatte auch immer das Gefühl, dass die Piraten zumindest von sich behaupten, manche Widersprüche dialektisch aufheben zu wollen, indem man beispielsweise sich jenseits von Flügeln oder auch von jenseits von klassischen Lagern bewegt. Ich kenne die Antwort nicht. Ich stelle das mal hier als Frage, weil es, glaube ich, auch ein Merkmal von solchen Parteiwerdungsprozessen ist. Und ich jetzt einfach auch mal unterstelle, dass die Piraten da in einer spannenden Phase sind, spannend dahingehend, dass man, glaube ich, daran scheitern kann. Da gibt es, denke ich, Beispiele. Und auch in der grünen Geschichte hat es ja eine ganze Reihe von Situationen gegeben, wo dieses politische Projekt ganz herbe Rückschläge erfahren hat oder wo es eben gelingt, entweder über eine Angleichung oder eben über eine Weiterentwicklung damit umzugehen. Aber du hast gesagt, es war das erste Mal für dich wirklich sichtbar, dass es dort offensichtlich zwei Strömungen oder Flügel gibt. Also wenn man jetzt zurückblickt auf die Jahre davor, stimmt, da gab es diese Kerni und Geschichte. Also zumindest, ob es sie gab oder ob sie, wie relevant die war, ist das eine, aber es wurde natürlich medial eben auch immer danach gesucht. Mhm. Und da wurden dann zum Teil auch einfach Begriffe benutzt, die zu manchen Zeiten vielleicht von ganz, ganz wenigen Leuten nur benutzt wurden, aber die waren dann medial plötzlich greifbar und dann hat das halt die Runde gemacht. Aber ich meine, ist das was bedeutet das für dich? Welchen Einfluss hat das dann? Ist das dann, wo du sagst, okay, das ist für mich. Sagen wir mal jetzt so für dich als Wähler oder als Bürger, ist das dann für dich irgendwie was Spannendes, wo du dann sagst, das ist, finde ich, sinnvoll, dass man da jetzt mal Strömungen greifen kann, das ist irgendwie, macht die Partei irgendwie plastischer, nachvollziehbarer, vielleicht auch ein Stück weit transparenter, oder ist es dann auch eher, wirkt das eher komisch, dass man sagt, da behaken sich die Gruppen halt? Also ganz ehrlich, ich fand das eher abschreckend. Und interessant fand ich es als jemand, der mit euch politisch konkurriert. Und ich
finde es auch ein bisschen enttäuschend, dass sozusagen die Frage noch nicht beantwortet ist. Also ich will hier jetzt nicht die Rolle irgendwie des Piratenkritikers übernehmen. Als Grüner muss man sich da auch immer selber die Frage stellen. Da gibt es ja, sagen, eine klassische Debatte. Habt ihr die Gesellschaft mehr verändert oder hat die Gesellschaft euch verändert bei dieser ganzen Strömungskiste, die bei den Grünen ja immer eine große Rolle gespielt hat? Wir haben gestern über Jutta Ditfurth beispielsweise geredet, aber bis in jüngere Zeit habe ich zum Beispiel einen relativ pragmatischen Umgang damit. Ich glaube, ja, Flügel werden gnadenlos überschätzt. Sie sind insbesondere für Medien ein Instrument, um komplexe Debatten innerhalb von Parteien zu reduzieren. Sie erklären damit aber auch ein Stück weit innerparteiliche Diskurse und sie sind in den Parteien selber natürlich auch eine Möglichkeit, Debatten nochmal ganz anders zu führen und zu organisieren. Denn machen wir uns nichts vor, also trotz Twitter und Co. Ringen wir, glaube ich, als Organisation, also unter dem soziologischen Gesichtspunkt ja auch immer damit, wie müssen wir uns eigentlich da entwickeln, um überhaupt das leisten zu können, was Wählerinnen und Wähler oder eine Öffentlichkeit von uns erwartet. Und da glaube ich, ohne jetzt irgendwie so Bilder mit dem Vogel, der irgendwie beide Flügel braucht, um fliegen zu können oder so, ne? Kennt ihr alles zu bemühen, glaube ich. Die Poesie, dass, wenn sobald Poesie in die Politik kommt, ja, muss man grauenhaft sehr vorsichtig sein. Das ist sehr verdächtig. Also ich überhöhe das überhaupt nicht, sondern ich glaube oder sehe das auch innerhalb der Grünen so, dass bei aller Überschätzung die einen produktiven Beitrag leisten können. Auch in der jüngeren Vergangenheit gibt es da, glaube ich, ein paar ganz gute Beispiele für. Sie können natürlich aber auch zum öffentlichen Offenbarungseid führen, indem sich da Leute zerlegen etc. pp. Und inwieweit die Piraten Umgang damit finden, ich glaube, diese Frage ist noch nicht beantwortet. Die Piraten haben, glaube ich, auch ein bisschen damit kokettiert. Das betrifft ja auch die Frage von Programmatik oder wie positional seid ihr eigentlich? Ich habe das ja im Berliner Wahlkampf 2011 auch als politische Konkurrenz ein bisschen leidvoll erfahren, dass euch sozusagen alles verziehen wurde. Also ne, die Frage, was sagt ihr dazu oder hierzu? Wenn ihr gesagt habt, ach, wir sind diejenigen mit den Fragen, ja, dann war das super, ja, und ich stand dann da immer und musste aber auf alles eine Antwort haben. Für sowas gibt es eine Karenzzeit und das wisst ihr selber, diese Karenzzeit ist um. Und ich glaube, es gibt auch keine Karenzzeit mehr, was sozusagen eine politische Kultur, die in der Partei gelebt wird, betrifft. Das findet man am Anfang ganz spannend, dann findet man es vielleicht entertaining und irgendwann findet man es nur noch zum Kotzen. Und ich glaube, das geht euch zum Teil auch so. Und jetzt sage ich noch dazu, auch bei den Grünen ist mir das mitunter so gegangen. Da glaube ich, sind die Piraten in einer anderen Phase. Auch da will ich jetzt nicht irgendwie den grünen Zeigefinger rausholen, sondern da gibt es sozusagen bei allen Unterschieden auch immer wieder Momente, wo ich da durchaus Analogien sehe. Das gilt aber auch für andere Parteien. Also da gibt es, glaube ich, keine exklusiven Parallelen zwischen Grünen und Piraten. Aber ich meine, das klingt jetzt gerade so ein bisschen so, als weil du sagst, in einer anderen Phase, als gäbe es tatsächlich jetzt keine grundsätzlichen Unterschiede zwischen dem, was die Piraten gerade durchmachen und dem, was andere Bewegungen, andere Parteien in der gleichen Phase oder in einer anderen Phase durchmachen. Das ist ja sozusagen die Fragestellung heute. Alte oder neue Probleme. Ist es was eben jede Gruppe immer durchmacht? Ist es was jede Gruppe immer durchmacht, wenn sie bestimmte Mechanismen nicht rechtzeitig etabliert? Oder gibt es zum Teil, vielleicht erkennst du zum Teil wirklich auch Punkte, wo du sagst, da sind die Piraten auch ein Stück weit einzigartig? Wenn ich das mal kurz einhaken darf, ich habe eher das Gefühl, Bewegungen werden gerne sofort vereinnahmt. Also wenn ich mir überlege, wie die Grünen kurz nach Gründung und noch eigentlich weit in die 80er behandelt worden sind, also mit einer großen Feindseligkeit, werden heute Bewegungen, egal aus welcher Richtung es ist, also sollte kein Mord dabei sein oder so, wird man sehr schnell vereinnahmt, also sehr schnell integriert. Das hat auch was von
Maulstopfstrategie, also die Umarmung, mit der ich dich gleichzeitig ersticke, ja, also die Piratenpartei wurde auch angenommen sehr schnell, ja, keine, eben wenig Feindseligkeit, und da muss man sich dann aber auch immer, weil man muss sich in der Politik abgrenzen voneinander, und das gelingt immer weniger, wenn man so stark zusammenrückt und eben alle immer umarmt. Oder? Also, du meinst, die Gesellschaft hat die Piraten sehr schnell integriert. Ja. Und auch gesagt, angenommen. So, ihr seid jetzt ein Teil auch von uns. Auch der politische Betrieb, würde ich sagen. Und haltet euch gefälligst auch an die allgemein verbindlichen Regeln, die auch für die anderen gelten. Genau. Ich würde das jetzt eben nur als Unterschied sehen zu diesem... ich habe auch Geschichten über, ja, das ist schon. Weil du sagst, ja, eigentlich ist das alles nichts Neues. Naja, doch, ich glaube schon, es gibt immer so leichte Verschiebungen, und man nimmt heute, weiß ich nicht, um besonders auch tolerant sich zu geben und auch Bewegung zu kontrollieren. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Du kontrollierst in dem Moment, in dem du sie integrierst. Und das also da ist, haben die das Parteien das ist wichtig. Also, viel das gab es vorher nicht. Also ich habe Erzählungen gehört über die ersten Erfahrungen der AL im Abgeordnetenhaus in den 80ern. Das waren, glaube ich, also die erste Fraktion hatte, glaube ich, irgendwie 8 Mitglieder, 3 Frauen, 5 Männer. Da war es tatsächlich dann so, wie gesagt, aus Erzählungen, dass dann eben die Frauen wurden dann auf dem Flur noch begrüßt, aber sonst nicht. Und die Männer noch nicht mal da. So. Und insgesamt war eine totale Quarantäne quasi von allen anderen Parteien gemeinsam vereinbart, von wegen nicht, also ungefähr so, wie man es sich eigentlich bei der NPD wünscht im Sächsischen Landtag oder so. Also eine unglaubliche Dämonisierung auch ein Stück weit, die aber, glaube ich, dann auch viel genutzt hat. Also da wurde dann halt schnell einfach der Workaround gefunden, zu sagen, ja, wenn alles pauschal abgelehnt wird und keiner mit uns redet, wir effektiv das Parlament nicht für das nutzen können, wofür es eigentlich gedacht war, nämlich für den gemeinsamen Diskurs, dann nutzen wir es halt für plakativen Protest und ziehen irgendwelche provokanten T-Shirts an oder halten irgendwie Banner hoch im Parlament oder ähnliches halt. Also das, und das hat denen auch genutzt. Also es hat natürlich ihrem Antiparteien-Image natürlich auch genutzt, und das ist bei den Piraten ja sehr deutlich, sehr anders gelaufen. Da sind 2009 und 2011 jeweils dann immer so ein bisschen die Thinktanks angeschmissen worden, die Parteistiftungen, die dann halt mit irgendwelchen Pamphleten kamen, wie man mit den Piraten umgehen soll. Und da stand dann, glaube ich, in der Regel auch sehr deutlich drin, umarmt sie, so schlimm sind die gar nicht. Die werden sich schon wieder irgendwie zerstreuen, wenn man da irgendwie halt... Wenn man sie eben umarmt, ja. Wenn man ihre Schwachstellen sie schon findest, langsam genug ersticken. Das ist... Ja, ja. Aber das wird eben auch die Ruhe wird, glaube ich, gesellschaftlich inzwischen total überschätzt, ja. Nur weil es um euch ein bisschen ruhiger ist, heißt es ja noch lange nicht, man ist verschwunden, zerschlagen, sonst wie, sondern ihr arbeitet einfach nur gerade. Ja. Eventuell. Also klar. Hört sich so an. Aber wir können ja jetzt auch vielleicht die Gelegenheit nutzen, die letzten Themen, die wir besprochen haben, auch ins Publikum zu geben, falls es jetzt noch Fragen gibt, nachdem wir eigentlich schon alles geklärt haben für die ganze Welt. Probleme gelöst. Also wir können morgen die Zeitung getrost zulassen. Es gibt keine Probleme mehr. Ja. Gut, also wir haben ja ein Mikro. Das würde ich auch gleich rumgeben. Ich würde aber direkt schon mal starten. Was mir so ein bisschen zu kurz gekommen ist, ist letztlich so eine gewisse Strukturdiskussion. Mhm. Denn also ich habe letztens einen recht interessanten Text übersetzt von Joe Freeman, hieß sie, glaube ich, die letztlich die Frauenbefreiungsbewegung in den USA beschreibt. Und die beschreibt eben ganz interessante Phänomene, die man derzeit auch bei den Piraten findet. Also sie schreibt letztlich durch die Strukturlosigkeit, die letztlich diese Gruppen sich selbst gegeben haben, also eine Form von Basisdemokratie, dass sich einfach dadurch gewisse Eliten herausgebildet haben, weil letztlich die Gruppen an sich zu divers sind, um letztlich effizient miteinander arbeiten zu können, und dadurch eben zwangsläufig immer quasi so eine Strukturherausbildung passiert, auch wenn die da nicht kontrolliert ist. Und ich behaupte letztlich, dass diese Flügelbildung
genau das ist. Ne? Also dass sich letztlich da einfach Gruppen gefunden haben, die kommen gut miteinander klar und das ist dann mehr eine Notlösung, die dann letztlich auch die Grünen stückweise für sich genommen haben und dann auch zum Beispiel mit Delegiertensystemen. Und wo ja die Piraten ursprünglich gesagt haben, das wollen wir anders machen. Ne? Also wir wollen quasi nicht mehr diese starren Strukturen, wo ich jetzt aber auch behaupte, da haben wir bislang einfach gnadenlos versagt. Ne? Und da merkt man jetzt auch gerade eben die Folgen davon, nämlich dass sich plötzlich auch solche Flügel herausbilden, dass bestimmte Gruppen innerhalb der Partei tatsächlich mehr Einfluss haben als andere, weil sie eben quasi geschafft haben, eigene Strukturen zu bilden, um dann zum Beispiel Inhalte in Parteitage reinzubringen. Würde mich freuen, wenn ihr vielleicht da nochmal so einen kleinen Vergleich Piraten-Grüne anstellen könntet. Ja, ich kann gerne anfangen. Ich glaube, man sollte schon zwischen der Frage Flügel und wie findet man das und den von dir angesprochenen Delegierten-System unterscheiden. Also zumindest sehe ich da keinen unmittelbaren Zusammenhang. Ich weiß nicht, ob es bekannt ist, deswegen sage ich es nochmal. Wir haben als Berliner Grüne zwar eine sogenannte Landesdelegiertenkonferenz, aber wir haben auch eine Landesmitgliederversammlung. Also auch wir kennen quasi das Prinzip, dass alle Mitglieder, alle Berliner Grünen-Mitglieder entscheiden können. Die wird auch eingeladen und zwar das letzte Mal bei der Aufstellung der Bundestagsliste. Und diese Landesmitgliederversammlung kommt zustande, wenn 18% der Berliner Mitglieder da sind. Und ich sage das mit den 18%, weil, glaube ich, dieses Quorum die Frage berührt, die du ansprichst, ab wann ist eigentlich diese Form von Basisdemokratie, alle reden mit, alle entscheiden mit, ab wann ist die eigentlich demokratisch bzw. repräsentativ? Also ist beispielsweise eine Entscheidung von 3 oder 5% der Mitgliedern per se demokratischer als ein Delegiertenprinzip, ne, wo man jedes Jahr in den entsprechenden Basisgruppen Wahlen hat, wo Mehrheiten entstehen für Delegierte, die dann sagen, den Willen dieser Basisorganisation auf eine Ebene einer Landesdelegiertenkonferenz transferieren und dann dort gegebenenfalls ein Meinungsbild herstellen oder über eine Sache abstimmen und damit die Meinung in der Partei sehr viel besser widerspiegeln, als wenn nur ein kleiner Ausschnitt, muss jetzt keine Landesmitgliederversammlung sein, man könnte auch sagen, im Netz sich beteiligt. Und die Frage der Macht, also wie steht es um so Dinge wie Mobilisierung, ja, wer ist in der Lage, an sowas teilzunehmen, da gibt es ja nun bekanntlich auch bestimmte Voraussetzungen, soziale Lage etc. pp. Das sind, glaube ich, in der Tat die Diskussionen, wo wir immer wieder merken, wenn man das mit der Basisdemokratie ernst nimmt, dann wird man an bestimmte Grenzen stoßen und wird, glaube ich, das Spannungsfeld, ich muss leider den Begriff nochmal in den Mund nehmen, man wird das niemals komplett auflösen können, sondern ich glaube, man kann sich des Problems nur bewusst sein. Die Piraten haben in der Tat für mich so ein bisschen suggeriert, als könnten sie das. Und die Beweisführung steht noch aus. Ich sage gar nicht, dass irgendwie ein Delegiertenprinzip per se besser ist als beispielsweise Liquid Feedback oder was auch immer. Ich glaube nur, ihr merkt, ihr stoßt an gewisse Grenzen. Das sind wir auch. Wir haben daraus bestimmte Konsequenzen gezogen. Ich glaube allerdings auch nicht, dass das der Weisheit letzter Schluss ist. Wir fahren da als Berliner Grüne, wie gesagt, zweigleisig. Wir haben in unserer Satzung eben sowohl die Landesmitgliederversammlung als auch die Landesdelegiertenkonferenz. Wobei das natürlich auch ein Problem sein kann. Man merkt das dann in Nordrhein-Westfalen oder auch mal in Berlin, wo es halt dann zum Beispiel immer wieder in der SPD dann die Frage gibt, wie wird denn jetzt ein Parteivorsitzender ernannt oder auch mal bei der CDU in Nordrhein-Westfalen über eine Mitgliederentscheid oder über eine Delegiertenkonferenz. Und dann gibt es natürlich immer den einen, der sagt, ich habe da mehr Chancen, dann will ich die Variante. Der andere hat da mehr Chancen, dann will dann die andere Variante. Urwahl. Genau. Briefwahl, was auch immer. Also ist natürlich, die Zweigleisigkeit kann natürlich auch Probleme nach sich ziehen und dann wird letztendlich in den gleichen elitären Zirkeln diskutiert, wie man es jetzt macht. Dann irgendwie halt die Variante herbeigeführt, die halt wieder sich irgendwer als gerade für Erfolgversprechen halt ansieht. Aber gut, das war jetzt ein Exkurs. Letztendlich hast du, glaube ich, recht mit dem, was das Spannungsfeld angeht. Und ich weiß nicht, ich habe auch das Gefühl, dass diejenigen, die
versucht haben, dieses Spannungsfeld ein Stück weit eben auch zumindest darzustellen, immer wieder ausgebremst wurden bei den Piraten. Also dass es halt im Grunde genommen die Quadratur des Kreises eigentlich immer noch versucht wird, aber ohne da irgendwie, ohne dass es da konkrete zumindest Gegenvorschläge gibt, weil es gibt ja immer wieder Vorschläge, wie man Beteiligung organisieren kann, was halt auch häufig einfach abgeblockt wird, eben gerade mit irgendwelchen Argumenten pro Basisdemokratie, die eben wieder nicht zu Ende gedacht sind. Ja, oder wo, also das vielleicht auch mal, um das noch hinzuzufügen, wo man sich, glaube ich, auch nicht wirklich immer ehrlich macht, beispielsweise bei Personen, die man ja als Vorstandsmitglieder wählt, womit auch eine Übertragung von Verantwortung verbunden ist und wo ja, die Betreffenden dann autorisiert werden, bestimmte Entscheidungen zu fällen, die, so nehme ich zumindest manche Debatten wahr, dann auch ganz schnell eben irgendwie gegen die Interessen der Basis agieren und wo, nee, ich versuche das nochmal anders zu erklären. Ich glaube, es funktioniert am ehesten, wenn ich es mal ganz persönlich mache. Ich glaube, es ist wichtig, dass man gegenüber den Menschen, die man in ein Parlament entsendet oder die man in einen Vorstand wählt, kritikfähig bleibt. Und ich erwarte auch von diesen Menschen, dass die kritikfähig sind. Aber es ist nicht immer einfach. Ja, also es ist sozusagen nicht immer schön, wenn man zu einer Projektionsfläche von all dem wird, was in der Partei schlecht läuft. Das sage ich jetzt ganz subjektiv als jemand, der da Verantwortung übernommen hat. Ich möchte umgekehrt aber auch keine Parteibasis haben, die irgendwie alles abnickt oder die eine politische Kultur lebt, wo der starke Mann oder die starke Frau die Inkarnation einer politischen Kultur darstellt. Und ich finde, da kommt es wirklich sehr darauf an, wie man miteinander umgeht. Wir kennen dieses bescheuerte Sprichwort, der Ton macht die Musik. Ja, also ich nehme Kritik ganz anders an, kann viel besser mit ihr leben, wenn ich sie irgendwie als konstruktiv empfinde. Ich verzeihe auch viel eher, wenn dann jemand mal daneben haut, wenn der Kritiker oder die Kritikerin jemand ist, wo ich weiß, da geht es um die Sache. Wir wissen, wenn Menschen zusammenarbeiten, und da ist Politik relativ banal, und da sind Parteien, funktionieren Parteien auch manchmal gar nicht anders als irgendwelche Kaninchenzüchtervereine. Ja, da geht es auch um Emotionen und da geht es um zwischenmenschliche Reibungsverluste. Da wird man strukturell keine Antwort drauf finden. Du hast gesagt, das fehlt dir, dieser Aspekt der Struktur. Die Piraten haben, glaube ich, die Chance, wirklich durch ihr technisches Know-how dieses Versprechen eher einzulösen, als das bisher andere Parteien vermocht haben. Ob sie das hinbekommen, das weiß ich nicht. Ja? Und ich glaube, wir sind da zwischenzeitlich auch ziemlich nah dran. Ja? Also ich glaube, auch wir haben viel besser verstanden, was für Möglichkeiten da das Netz, und zwar jenseits von Parteipolitik oder auch jenseits von Parteipolitik, birgt. Ich glaube aber zum Beispiel nicht, dass eine technologische Entwicklung per se die Antwort ist. Diese Form von Zukunftsgläubigkeit teile ich nicht. Da habe ich manchmal bei den Piraten den Verdacht, sie meinen, sie könnten das quasi technisch auflösen, werden aber spätestens auf der vermeintlich banalen zwischenmenschlichen Ebene dann scheitern. Frage an den Daniel. Und zwar, ich unterstelle jetzt einfach mal, dass die innerparteilichen Konflikte bei den Grünen ähnlich intensiv sind wie bei den Piraten, auch wenn ich die Grünen persönlich noch nicht kennenlernen konnte. Wie schafft ihr das, das aus der Öffentlichkeit rauszuhalten? Und also ich nehme es zumindest nicht wahr. Wie beeinflusst das vielleicht auch ein Stück weit dann den Diskurs in der Partei?
Also ich würde mir wünschen, dass du recht hast und dass wir in der Öffentlichkeit immer nur wahrgenommen werden als die Partei, die, wenn sie sich denn streitet, um die Sache streitet. Ich glaube, viele hier im Raum wissen, das ist auch in den vergangenen Jahren nicht immer der Fall gewesen. Wir haben sehr heftige innerparteiliche Kontroversen ausgetragen nach der letzten Abgeordnetenhauswahl. Wir hatten auch vor und während des Bundestagswahlkampfs Diskussionen, die wir uns, glaube ich, hätten ersparen können. Und meine Hoffnung ist, und davon bin ich auch felsenfest überzeugt, dass wir das ein oder andere daraus gelernt haben. Ich glaube, dass diese Konflikte endemisch sind. Also ne, es besteht immer potenziell die Gefahr, dass man sich da auch zurückentwickelt und dass sowas wieder an irgendeiner Stelle aufbricht. In den konkreten Fällen ist es uns, glaube ich, gelungen zu verstehen, dass bestimmte Konflikte Ersatzhandlungen waren, was sie nicht überflüssig macht, aber was uns, glaube ich, dann beauftragt hat oder wir uns selber den Auftrag gegeben haben, mal freizulegen, abzuschichten, was ist da eigentlich irgendwie wirklich vordergründig, persönlich, wo geht es auch um Konkurrenzen oder schlicht und ergreifend Machtpolitik und wo ist eigentlich der programmatische Kern? Ja, also wo streiten wir eigentlich um die Sache? Und ich glaube, wenn man das auseinander bekommt, dann kann daraus was Gutes entstehen. Und insofern würde ich sagen, wir Grüne arbeiten dran. Ja, dann erstmal vielen Dank für die Diskussion. Ich fand das ehrlich gesagt schon ein bisschen schon sehr aufschlussreich. Ich diskutiere nicht so oft mit Politikern. Außer mit Thomas de Maizière. Und der sagte, waren Sie denn schon mal bei einer Parteiveranstaltung? Das war das Maximum meiner Berührung mit Politik. Sehr, sehr angenehm. Ja, komm doch mal zu einer Parteiveranstaltung. Ja, sehr gerne. Ist das hier nicht eine Parteiveranstaltung? Ich dachte auch. Aber das habe ich gehofft, ja. In Zukunft kann ich das nämlich dann sagen. Mit Ja beantworten. Ich war schon so unendlich oft. Ja. Ja, gut. Herzlichen Dank. Auch herzlichen Dank für die Einladung. War sehr Dito, für mich genau, aufschlussreich. Herzlichen Dank für die Einladung. Ja, dann gebe ich das Dank an meine beiden tollen Gäste heute Abend zurück und natürlich auch an alle, die hier mitgeholfen haben und die einfach dabei gewesen sind. Und der Abend ist noch lang. Wer so ein Gesicht macht, muss natürlich jetzt nicht ewig bleiben, aber die Einladung erweitert sich sozusagen auf diejenigen, die noch da bleiben wollen. Aber wir machen jetzt den Livestream aus und beenden jetzt den offiziellen Teil. Jetzt können die Flaschen rausgeholt werden und die Feier geht los.